Ja, liebe Aqua-Kollegen, die einen hassen ihn und haben auf ihrem T-Shirt Suck My Dirt draufstehen, die Jungs von Aquaddicted. Ja, die anderen ertragen ihn. Ich habe Mulm zu schätzen gelernt. Wirklich, das ist ein geiles Zeug. Das hat im Becken echt eine ganz wichtige Funktion, speichert überschüssige Nährstoffe. Der Detritus im Becken ist unheimlich wichtig für die Darmgesundheit der Fische. Bei den Buntbarschen hat man es erforscht, die nehmen das auf und da hat es Bakterien drin, die für die Darmflora wichtig ist. Im Mulm befinden sich die Kleinstlebewesen für unsere Jungfische, also ein echt wichtiges Zeug. Natürlich optisch ist es nicht gerade der große Bringer im Becken, ja. Deswegen kann man ja schauen, dass man vielleicht Mulm dort ansammeln lässt, wo man nicht so direkt reingucken kann. Ja, die Brühe, die ihr hier seht, das ist also mein gesammelter Mulm vom Wasserwechsel. Da habe ich also oben das klare Wasser, setzt sich dann der Mulm unten ab. Das klare Wasser habe ich abgeschüttet und habe praktisch nur den Mulm in so eine kleine Glasvase. Ich wollte einfach mal sehen, was ist da wirklich drin? Was saug ich denn da ab oder was saugen wir jede Woche mit unserem Wasserwechsel eigentlich da ab? Und ich habe das dreimal gemacht mit dreimal dem gleichen Ergebnis und ihr werdet da vielleicht überrascht sein. Hier gucken wir in Zeitlupe mal genauer hin und wer jetzt die Augen weit aufmacht, wird merken, okay, da lebt ja was drin. Ja, mein Verdacht war folgender. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass ich mit dem exzessiven Mulmabsaugen auch gleichzeitig vielleicht die ein oder andere Garnele oder auch Jungfische mit absaug und die dann ganz galant entsorge. Ja, und wenn wir jetzt mal in Ruhe nach unten, ihr seht hier, meine Kamera hat so ein bisschen zu kämpfen, das Ganze scharf zu kriegen. Ich habe mir auch dann mal so ein kleines Makroaufsatz Objektiv da gekauft, die sind ja recht günstig, aber das seht ihr im Hintergrund schon, da saust was rum. Ja, und tatsächlich habe ich bei jedem meiner drei Versuche Garnelen in dem Mulm gefunden. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, gut, ist nur eine Garnele, aber es könnte auch vielleicht eine Nachzucht von irgendeinem Fisch sein, ja. Oder ja, eine besondere Garnele. Hier sind es jetzt nur die Sulawesi-Inlandsgarnelen, die vermehren sich wie verrückt. Aber es ist auch ein Tier und ich muss es ja nicht wegschmeißen. Hier sehen wir nochmal, da saust hier drin rum. Das sind also alles solche Minis von 2-3 mm Größe. Und ich denke, es ist doch wert, dass wir unseren Mulm da ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, nochmal ein kleiner Exkurs zum Thema Mulm. Er ist natürlich in manchem Beckenaufbau wirklich problematisch. Wenn ich also einen Kies drin habe, ja, dann sackt mir das immer zwischen dem Kies unten rein und sammelt sich da unkontrolliert an und ja, ist nicht so ganz einfach. Beim Sand lagert er sich allerdings oben an der Oberfläche ab und ich kann ihn sehr easy absaugen. Ja, also der sackt nicht in den Kies ein, sondern wirklich oben die Mulmschichten sammeln sich und lassen sich wunderbar absaugen. Ja, so ist eine gewisse Menge an Mulm echt für das Aquarienklima unglaublich förderlich. Es stabilisiert, es absorbiert zum Beispiel auch Eisen und Huminstoffe und sorgt dafür, dass da immer im Becken was gespeichert ist. Und was dann bei Bedarf von den Pflanzen auch wieder aufgenommen werden kann. Garnelen lieben ihn, wühlen da drin rum. Und ja, diese Aversion gegen Mulm, das ist einfach eine Unkenntnis von dem, was der wirklich positiv kann. Und man darf jetzt Mulm auch nicht verwechseln mit Schadstoffen. Also wenn da eine Menge Kot sich einlagert, ist das natürlich nur ein kleiner Teil des Mulms. Und Mulm sollte immer so eine braune, flockige Konsistenz haben. Wenn das Ganze so schwarz wird und dann eher ja, so ein bisschen schleimig fest, da haben wir was man auf jeden Fall dann absaugen sollte, wo dann wirklich nicht mehr gut fürs Becken ist.
Ich kann durch ein gutes Strömungsmanagement im Becken dafür sorgen, dass der Mulm sich eher im hinteren Bereich ablagert, wo er, wenn er mich optisch stört, eben nicht so sichtbar ist. Also meine Pumpen einfach in Richtung vordere Scheibe und dann dafür sorgen, dass das sich hinten ablagert. Ja, wie kriege ich jetzt diese Mini-Garnelen hier raus? Also mit dem Netz, ja, ist das schwierig. Ich könnte jetzt natürlich den ganzen Mulm wieder ins Becken kippen, aber dann habe ich nicht viel gewonnen. Ja, so habe ich probiert, hier die mit einem ganz kleinen Luftschlauch abzusaugen und gleichzeitig auch meine kleine Makrolinse da nochmal getestet und mal geschaut, was sie kann. Und ja, schaut euch das einfach an, diese kleine Absaugaktion. War gar nicht so einfach, gleichzeitig die Kamera justieren und gucken, dass die Kanäle auch in der richtigen Position ist. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ja, seht schon, die hat nicht so richtig Lust gehabt, sich einsaugen zu lassen. Aber Aquarianer braucht Geduld und lernt Geduld mit der Zeit. Ja, und irgendwann hat es dann doch funktioniert. Ja, und da ist der Jäger mit seiner riesen Beute. Ja, und die darf dann wieder im Becken schwimmen. Eine Rettungsaktion gelungen. Das habe ich noch, wie gesagt, bei den anderen drei Aktionen genauso auch erlebt. Da waren also immer zwei, drei kleine Garnelen drin. Und auch hier sehen wir nochmal so eine Absaugaktion. Ich fand die Aufnahmen irgendwie spannend. Deswegen gönne ich sie euch hier nochmal. Ja, und hier hat man Zeitlupe gesehen, die ist mir tatsächlich entwischt. Also die sind unglaublich flink, ja, extreme Reaktion, gar nicht so einfach die einzusaugen. Ja, während ihr noch die letzte Fangaktion hier im Detail euch anschauen könnt, sage ich schon mal Tschüss und vielleicht hat der ein oder andere Lust, seinen Mulm mal doch genauer zu untersuchen. Und macht die Erfahrung, dass da doch einiges Wertvolles, was wieder zurück ins Becken sollte, reingehört. Und auch diese Sulawesis, auch wenn sie sich vermehren wie verrückt, es sind trotzdem hübsche Tiere. Also hier in diesen Detailaufnahmen sieht man eine tolle Maserung, Musterung und ja, die sind es wert. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bis dann. Halt, halt, halt! Wenn du so eine Erfahrung auch gemacht hast, ja, schreib's mal in die Kommentare. Würde mich freuen.